tristeza.
They did, just have one. Hier ist sogar der Leuchtturm zu sehen.
sieht den Sonnenaufgang und Untergang. Und meistens sieht man ja eher den Untergang. Hallo ihr Lieben, und ja, heute ist der Abreisetag und wollte euch nochmal den Sonnenaufgang zeigen. Es geht los, es wird wieder schön und ich hatte wunderschöne Tage hier. Ich hatte ein tolles Hotel, ich hatte schöne Zeiten hier auf Warnemünde und ich komme ganz sicher wieder und dementsprechend freue ich mich. Ich werde euch selbstverständlich, ihr habt wahrscheinlich jetzt dann schon mein Video dazu gesehen und ich liebe es hier einfach. Dementsprechend hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich habe nicht so viel geredet aufgrund dessen, einfach weil ich es irgendwie auch gar nicht wusste, was ich sagen konnte, als ich fand es schön. Also dementsprechend hoffe ich, wie gesagt, euch hat das Video gefallen und die schönen Eindrücke. Und ihr hört schon, die Möwen sind auch schon wach. Und ja, also ist einfach eine wunderschöne Zeit hier. Kommt gerne her. Hier ist übrigens auch ein Stück Ostsee zu sehen. Ich bin jetzt noch in den Kurpark gegangen, bevor ich dann losfahre. Habe mir eben schon eine Taxe bestellt und dementsprechend muss ich dann leider Abschied nehmen von Warnemünde erstmal. Aber ich komme bestimmt wieder. Ich lieb's hier einfach. Für mich immer ein toller Ort und ja, dementsprechend kommt gerne vorbei. Wie gesagt, auch das Hotel, ich verlinke es euch immer unten. Und dann könnt ihr selber mal schauen. Ich fand es sehr gut. Es ist für mich teurer gewesen als das, was ich sonst ausgegeben habe. Aber für mich war es das jetzt wert. So oft verreise ich nicht. Und dementsprechend, ja, ich gucke übrigens immer hier noch rum. Ich will einfach ganz viel noch erleben bzw. einfach sehen und in mich abspeichern, damit ich da einfach ganz viel Erinnerungen und gute Gefühle mit nach Hause nehme. Ja, also wie gesagt, um 10:45 geht es dann hier los und habe schon bezahlt und ja, dementsprechend, ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen und ihr fandet es auch ganz schön. Bis dann!